Heute kommt wieder ein neues Video und zwar der What's on my phone Tag. Den habe ich jetzt mittlerweile schon dreimal gemacht. Die erste Version gibt es leider nicht mehr. Die habe ich von meinem Kanal entfernt, weil die einfach so schlecht war und so oft viele Aufrufe hatte. Da dachte ich mir, ich möchte mich nicht so repräsentieren, wenn Leute auf meinen Kanal stoßen. Aber die zweite Version gibt es noch. Die verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Und jetzt kommt ein Update, weil sich das viele gewünscht haben und mein Handy jetzt seit einer ziemlich langer Zeit genau in dieser Art ist. Deswegen dachte ich mir, drehe ich jetzt einfach mal den neuen What's on my phone Tag für euch. Ich benutze dafür ein Programm namens Reflektor und ich habe leider nur die Testversion, deswegen seht ihr immer so ein komisches Wasserzeichen-Logo von dem Programm unten an meinem Handy. Das kann ich leider nicht wegmachen, weil ich will mir jetzt für ein Video nicht das Vollprogramm kaufen. Deswegen, ja, müsst ihr wohl mit dem Wasserzeichen unten leben, aber es ist jetzt nicht über den kompletten Bildschirm. Deswegen denke ich mal, kann man trotzdem noch einigermaßen erkennen, was da so abgeht. Also wenn man beginnt, habe ich hier erstmal meinen Sperrbildschirm und da bin ich und Lolo von unseren Tagen, wo sie gekommen ist. Wenn man entsperrt, ist hier erstmal mein Code. So, und dann kommt man rein. Also hier erstmal meinen Hauptbildschirm. Ich habe hier erstmal Nachrichten, Kalender, Fotos, Kamera, Videos, YouTube, Karten, Wetter, Notizen, Erinnerungen, die Uhr und Game Center, Zeitungskiosk, iTunes Store, Apple Store und FaceTime. Also das ist so diese ursprüngliche Seite. Mein Hintergrund ist von einer Hintergrund-App. Kann ich den gern schicken, wenn ihr mir euer Kick unten reinschreibt, dann schicke ich euch den. Und dann erstmal unten habe ich noch Telefon, WhatsApp, Safari und Musik. Ja, Musik, was ich da gerade so höre. Nichts Besonderes, also das ist momentan so meine Playlist. Gehen wir auf die nächste Seite, habe ich einmal, es ist wieder so eine unnützige Seite, und zwar einmal Einstellungen, Kontakte, Mail, Passbook, Aktienrechner, Kompass, Sprachmemos, Google Maps, Shazam, oder wie das ausgesprochen wird, Übersetzer, dann die Nikon Auslöse-App, den Epson iPrint, Alarm, das ist so einer, wo diesen Schlafrhythmus weg, die Dockstation, das ist von meiner Musikstation, und App des Tages, da habe ich so zwei so, ja, so App des Tages Sache ist drin. So, dann gehen wir hier weiter und da kommt dann so meine soziale Netzwerkseite. Habe ich einmal TuneIn Radio, das ist einfach so ein Radio, so ein Internetradio. Dann Facebook, den Facebook Messenger, Seiten für meine It's Sunny Seite. Dann haben wir noch Snapchat. Das ist jetzt größtenteils privat, außer ich kenne halt so ein paar Leute. Und dann haben wir hier Kick, heiße ich Sunny, also ich konnte den Namen dort nicht ändern, weil ich heiße jetzt überall eigentlich It's Sunnys, aber da konnte ich den Namen nicht ändern. Da heiße ich einfach Sunny wie früher, ist mit 2 A, mit 3 N und mit 3 Y, aber das seht ihr eigentlich auch unten in meinen Links. Dann Twitter, da bin ich momentan ziemlich aktiv und passt mal auf, der Vogel, er fliegt jetzt weg, das macht mir voll Angst. Jedenfalls, da heiße ich It's Sunnys und da bin ich eigentlich ziemlich aktiv. Momentan zumindest. Dann geht's weiter mit Kik, da heiße ich auch It's Sunnys. Gmail, Google Plus, dann GMX-Mail, Tumblr, Skype, Ask.fm, da bin ich auch eigentlich ziemlich aktiv, wenn ich mal Fragen bekomme irgendwann mal. Und dort heiße ich auch Sunny, konnte man auch nicht ändern. Dann geht's hier mit Counter & Plus, nach dieser App fragen mich immer viele. Es ist einfach so eine Countdown-App, wo die nächsten Countdowns sind und so. Dann WeHarder, wusste ich jetzt gerade gar nicht mehr. Dann geht es hier auf der nächsten Seite weiter, meine Instagram-Ordner, da habe ich, und hier habe ich erstmal Instagram natürlich, meine aktivste App sozusagen, bin ich eigentlich immer aktiv. Dann hier Insta-Message, Whitergram, das benutze ich aber eigentlich nicht mehr so, das ist noch diese Zuschauer-App, aber ich benutze jetzt eigentlich immer Square-Ready. Dann habe ich hier Abonnenten Plus, wo man kontrollieren kann, wo man deabonniert wurde und sowas. Insta-Collage, Symbolgram, Witstitch, und aber das benutze ich auch nicht mehr wirklich. Und dann haben wir Square Ready Video, das benutze ich eigentlich nur. Dann meine Lieblingsbearbeite-Apps. Falls ihr ein Video wollt, wie bearbeite ich meine Instagram-Bilder, dann schreibt es mir unten in die Kommentare, das kann ich dann gerne auch mal machen. Und zwar habe ich da einmal PicFX, das ist eigentlich meine Lieblingsbearbeitungs-App, kann ich nur empfehlen. Und dann haben wir Over, damit mache ich eigentlich immer meine Bilder, wo nur Schriften drauf sind für Instagram. Und dann Afterlight, das benutze ich eigentlich auch ziemlich gerne. Visgood Cam, das benutze ich eigentlich nicht so oft. Photo Juice und die nächsten benutze ich eigentlich auch nicht wirklich, außer Diptyque hier auf der ersten Seite. Dann haben wir Wallpaper, das sind die ganzen Wallpaper-Apps drinnen.
Video, VideoStar, iMovie, VideoFX Live, Instatube. Dann Spiele, habe ich eigentlich die verschiedensten Spiele. Also ich benutze Spiele nicht so oft, außer Candy Crush und Temple Run oder so. Bildung, ja, irgend so eine komische Sache ist da drinnen. Aber ich finde die eigentlich voll lustig, die Apps. Dann Website, da habe ich einfach irgendwas drin, wo ich nicht wusste, wie ich anders betiteln soll. Sparkasse-App, wie ich meine Kontostände überprüfen kann. Dann Kino, SkyGo, Ubu, Kleiderkreisel. Dann habe ich hier so Shopping, diese Gutscheine, wo es jeden Tag gibt für irgendeinen anderen Laden. Heute gibt es zum Beispiel 20% auf Karstadt. Dann haben wir hier Douglas, Forever 21, Hollister, Yankee Candle, H&M, Polywar, The Hunt, eine meiner absoluten Lieblings-Apps. Einfach richtig, richtig gut. Da stellen einfach Leute das, was sie suchen, ein oder du kannst es auch machen. Und dann sagen die Leute, wo du es kaufen kannst. Und ich finde es einfach so perfekt. Also ich liebe diese App einfach nur. So, dann haben wir hier noch Etsy, ist halt so ein Online-Shop. PocketTube, da habe ich einige Lieder, wo es nur in Dings gibt, in YouTube gibt und halt nicht im iTunes. Die habe ich mir halt da mal hingetan. Dann Livestream ist so eine Abnehmen-App irgendwie, aber die benutze, habe ich eine Zeit lang mal voll oft benutzt, aber jetzt irgendwie gerade nicht mehr so. Und Wine. Und das war es eigentlich schon mit meinem Handy. Nicht so spektakulär. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Schreibt mir wie gesagt noch in die Kommentare, ob ihr dieses, wie bearbeite ich meine Instagram-Bilder sehen wollt. Das würde mir auch sehr viel Spaß machen, das zu drehen. Und nochmal alles, alles Liebe zum Geburtstag. Lolo, ich hab dich so auch lieb. Und ich glaube, zu der Zeit, wo das hier oben ist, hast du schon längst dein Päckchen gesehen. Und wenn nicht, dann check jetzt bitte mal deinen Briefkasten. Ich meinen flauschigen Lolo fand. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.